So Leute, ich habe ein sehr, sehr nice Paket vom Wunderzahnstocher bekommen. Erstmal Dankeschön an den Lieben. Wir machen hier direkt mal Hashtag Werbung. Ich fange direkt an mit der Karte, die ist sehr, sehr geil. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Wir haben die Gaming Box und die Limited Edition bekommen. Die werden wir alle testen. Cola. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Auch Dankeschön, dass das alles so geklappt hat. Dass wir das alles so bekommen haben. Wir starten direkt rein mit der Gaming Box. Habe ich richtig Bock drauf. Machen die erstmal auf und so weiter. So, das ist er jetzt auch, das ist offen. Ich habe jetzt irgendwie aus Versehen was abgerissen, aber das passiert ja. Wir haben hier einmal noch sehr, sehr nice Cherry Method, auch 100 Stück, habe ich sehr, sehr Bock drauf. Hier Peach Eyes, habe ich auch richtig Bock drauf, vor allem weil ich ein Peach-Fan bin. Blueberry, wird auch safe nice. Apfel 3 Stück, Apfel auch mega geil. Haben wir hier noch einen Screen Cleaner und zum Schluss. Ein Spender, wo man Zahnstocher reinpacken kann. Das werde ich auf jeden Fall benutzen, denn das ist sehr praktisch, vor allem wenn man hier so das so hinstellen kann. So, und da dass sich auch einige fragen werden, wie das in meinem Gaming-Setup aussieht, das ist es. Hier beide Monitore und dann mittendrin haben wir 100 Zahnstocher, wo wir einfach mal locker diesen machen können. Haben wir alle Zahnstocher. Da ist jetzt Cola und Blueberry erstmal drin. Und noch ein bisschen Mix von Apfel und Pfirsich. Ein paar Pfirsiche noch an der Seite. Und Cherry habe ich noch gar nicht befüllt. Hier riecht es gut. Habe ich richtig Bock drauf. Das ist mein Gaming-Setup. So, und wie gesagt, testen wir jetzt auch die ganzen Produkte. Ich habe alle 5 Lean, die wir haben. Und ich würde sagen, wir starten hier rein. Es riecht hier wirklich extrem intensiv. Das ist schon mal sehr, sehr vielversprechend. Ich habe auch extra schon Produkte getestet, damit ich euch sagen kann, wie lange die halten. Und bei mir hielt, keine Ahnung. Ich habe Cola probiert extra, damit ihr wisst, wie lange so ein Zahnstocher hält. Also ich habe jetzt ca. 30 Minuten an dem saß ich, bis dann der Geschmack relativ weg war. Das ist sehr, sehr geil. 30 Minuten, 100 Stück. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das denn so ist. Wir fangen an mit Cola. Ich muss sagen, Cola schmeckt wirklich wie Cola. Es ist halt unglaublich, wie gut das ist. Ich kann es nicht anders formulieren. Weiter geht's mit Apfel. Einzigartiger Geschmack. Kommt auch der Apfel wirklich durch. Sehr, sehr geil. Weiter geht's mit Cherry. Da freue ich mich sehr drauf. Schmeckt nach Kirsche. Also genauso, wie es sein soll. Sehr intensiv, muss ich sagen. Da war Apfel nicht so intensiv. Aber das passt perfekt zu Kirsche, deswegen top. Weiter geht's mit Blueberry. Unglaublich geil. Das erinnert mich so an so Gummibärchen. Voll. Es riecht geil. Und ich muss sagen, ich habe es ja auch schon probiert. Es ist der perfekte Kaugummi-Ersatz. Muss ich einfach sagen. Und dann das letzte auch schon, Pfirsich, und darauf freue ich mich wirklich am meisten, weil ich ein großer Pfirsich-Fan bin. Und es schmeckt nach Pfirsich. Ich muss sagen, das Produkt verspricht auf gar keinen Fall zu viel. Geht unbedingt in den Shop, hole ich da gerne mal welche. Vor allem die Limited Edition Cola. Aktuell noch 50% Rabatt auf alles, außer Cola. Check gerne Wunderzahnstocher ab. Mir gefällt das unglaublich gut, es hat einen einzigartigen Geschmack und ist, wie gesagt, der perfekte Kaugummi-Ersatz. Aber das kann ich jetzt nicht beschreiben. Ich werde das auf jeden Fall zum Zocken benutzen. Das ist perfekt wirklich, um zwischendurch mal was anderes als ein Kaugummi zu haben. Und es ist definitiv auch gesünder. Nur Kalorien. Top. Dankeschön. Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf meinem wunderschönen Erstkanal. Heute gibt es die World of Great schon ein bisschen zu spät, ich weiß, aber... ich freue mich sehr, denn wir haben viele coole Sachen, Megaboxen kommen zurück ins Game und vieles weiteres. Lasst unbedingt ein Like und Abo da, um keine Videos und Streams mehr zu verpassen, denn bald geht es mal wieder richtig rein in die Action. Darauf freue ich mich sehr. Schreibt unbedingt einen Kommentar, wie ihr das findet und so weiter. Und wir starten direkt mal rein, würde ich sagen. Brawl Talk! Megaboxes are back for a classic Brawl Event. 2 Animal Brawler, Back to Olympus and the Deep Sea and 3 new Game Modes. Why don't we bring back boxes? Everybody's. Für euch nochmal die Untertitel, so wie immer. Seems to want them. Because look at what Danny did. Don't worry. Frank let me borrow this. Alright, guys, this is it. Let's go! Danny!
Danny's about to destroy the mega box. No, that one. Man, that felt personal. Is he gonna be okay? Don't worry, he'll be fine. And welcome to Brawl Talk. Sehr, sehr nice. The new event coming with this. Ja. Need to reward you with mega box. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, wie die Megaboxen aussehen. Ich finde die jetzt nicht so geil wie damals. Aber sie können dennoch sehr, sehr interessant werden. Man soll viele Gems bekommen. Mal schauen. Who better to explain Classic Brawl than Classic Ryan and Frank? That's right! Hello, we have new game. Die OGs sind auch nochmal dabei. Finde ich sehr, sehr geil. Sie geben sich Mühe auf jeden Fall. Mal schauen, wie es wird. Ich wünsche mir sehr, sehr viel. Ich habe relativ viel von einem Brawl Talk auf TikTok gesehen, aber nicht 100%, keine Ahnung, vielleicht 20, 30 oder so. A new Hypercharged skin, recolored and remodeled classic skins and the return of the Megabox. Collect the Megabox and you'll be able to get the newest Hypercharged skin, Sovereign Rico. It's a reimagining nice of the iconic loaded Rico skin and comes loaded with visual upgrades including a special form when in the Hypercharged state. Now, to get the... Sieht auf jeden Fall nice aus. Star Tokens, daran können wir uns noch erinnern. Die sind ganz, ganz, ganz alt. Those mega boxes, you'll have to collect star tokens. The OGs might still remember what these are. You can get them with your first win of the day in game modes that have the star token active. Collect enough of them and you will receive a mega box. You can also collect them from special quests that will be popping up weekly. And from a challenge that will happen during the duration of the event. Just like before, you can open your mega box right away or you can... Ich weiß gar nicht, ob es schon das alles gibt oder so. Ich bin da nämlich gerade noch nicht drin. Ich hatte lange nicht mehr gezockt. Ich muss mal wieder reingehen. Stack them up and open them all at once for that sweet, sweet dopamine. Never opened a mega box before? Why are they so special? Well, mega boxes are special because you can get multiple items from them at once. Rollers, Bling, Skins, Coins, Powerpoints, and Gems. Das mit den Skins ist, glaube ich, auch neu, ne? Früher konnte man nicht sehen. Yes, Gems in boxes are also back. You can also get the event Hypercharged Skin and its Chromas. Sovereign Rico, Sovereign Bling Rico and Sovereign Gem Rico. Ich habe gerade gedacht, dass sie nur den ersten Skin nennen. Aber nee, der ist vor allem geil, finde ich. Game modes available during the event. Mirror Match and Drumroll. In Mirror Match, all players will play as the same brawler. Nice to meet you. And it'll rotate among the original 21 brawlers. Finde ich ganz nice. Hat was. Vor allem Poco-Matches wären geil. Where each brawler you defeat changes you into another one. Das auch, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr geil. And defeat another player, you win. Yeah! Both of these game modes have the classic modifier, which means brawlers are capped at level 9, have only the first star power, and can't use hypercharges or gadgets. Just like the good old days back in 2019, before Drew and Marcio even existed. That's not all. We have a bunch of cool classic-inspired skins coming, including a new skin based on Star Shelly, Stellar Shelly, and you'll have the chance to get. Finde ich nicht geil, muss ich sagen. Boomer Dynamite, irgendwie gut abzockers für die OGs. Deputy Brock is ready to rock. And Sheriff Shelly is dispensing justice, 2019 style. Rouge Ricochet is ready for action. Den finde ich geil. Red? We also have remodeled two old skins, Viking Bull, which is now looking a lot more badass. He also has a color variation called Norse Raider Bull. And Caveman Frank, which was probably one of the ugliest skins we had in the game. He also der Arme! Der wurde gerade gefrontet, dass hässlich ist. Prehistoric Frank. Classic Brawl starts on July 12th and runs until July 31st. That's right. Dude, 31. Juli hatten wir gestern. Who's up for Target Tuesday? Nee, Juli. Wir sind jetzt erst im Juli. Komm mit los, sorry. Tuesday a thing. Same time next week? The Gods vs. Monster Season unleashes Mythos Kings upon the land. The Brawl Pass Medusa apps, including Brawl Pass plus Sapphire and Ruby. Bull Minotaur, he's bulldozed the labyrinth. RT Poseidon, ruler of the waves. Dionysus Angelo, the party animal. Harpy Melody, this time her songs will infect you in a different way. And she's the ranked skin of the season. Athena Piper grants you trick shot wisdom. The Gods vs. Monster Season kicks off on July 4th. Who doesn't love unicorns? Barry. Wow. Barry is a tough and dry guy who was hired by Mandy to... Den habe ich schon gesehen auf TikTok. Ich finde den Typen schrecklich. Der geht mir jetzt schon auf den Dödel, wirklich. Das ist, der erinnert mich so sehr an den Mix aus, keine Ahnung, Barley
Und Karl. Chaos every day, but very deep in his cold heart, he's happy he has this family. He attacks with melted ice cream that damages enemies and also deals damage over time and also heals teammates because friends like ice cream. Und dann noch ein Mix aus Poco, ganz komisch. He dashes forward using his tail like a tasty tornado, splashing ice cream all around him. Ice cream. And Barry also has an interesting trait. He can actually charge his super by healing teammates. Don't you just love ice cream? I mean Barry. Barry is the first brawler of the update and it's arriving with the Dark Horse Barry skin. Teaming up is awesome. As long as you're not teaming in showdown. So we are making some improvements to social features. We're making it easier than ever to team up with your IRL friends with new halt noch mal ein bisschen einfacher. And it's also going to be easier to continue playing with players you meet in game by allowing you to keep your team after you hit the play again button. Quick chat directly from the home screen. Add friends directly after a match. Most importantly, you will get double XP when macht you play in a team. Macht halt noch mal alles so ein bisschen chilliger. If you're not in a team, join a team. If you're not in a team, join a team. It's hypercharge time! We have 7 new hypercharges coming. Barley throws 3 big brews. Da habe ich nur einen, glaube ich, von gesehen. Any bushes in the area. Frank Supernova. Finde ich sehr OP. Den habe ich gesehen bei auf TikTok. Da ging so die Party ab, ne? Das, da haben sich alle so aufgeregt, dass der Mann der OP-ste Brawler der Welt Angelo wird. Super follows him wherever he goes, just like the gossip. Piper finally has a hypercharge. She drops even more bombs when she uses her super Piper and knocks back enemies wherever also, she lives. Also, ist nicht zu OP. Away with her super so richtig so. Das finde ich zum Beispiel schon wieder sehr OP. Projectiles now bounce even further. Gale's super is wider and fires twice. Talk about a cold snap. Auch vielleicht ein bisschen zu OP, aber interessant. It's Paint Brawl! The Paint Brawl season brings a new brawler and a new game mode, alongside new skins. The Brawl Pass King for Paint Brawl is Jellyfish Sandy. Finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr geiler Skin. Who is joined by the Neon and Glowing Chroma skins in the Brawl Pass Plus. A new brawler enters the fray. Meet Clancy, the Shellfish Soldier. Psst! He's not a real lobster. But don't tell him that. Clancy is a mythic damage dealer who can upgrade up Fühlig to 3 nicht. Times during a match by hitting brawlers with his dual paintball guns. This is similar to how Surge works, but with a twist. Clancy also upgrades his super at each stage. At his default stage 1, Clancy will fire a single shot with his basic attack and fire a torrent of bullets with his super. At stage 2, he fires 2 shots in quick succession. And his super will cover a much larger area. At stage 3, Clancy shoots sidewinder paintballs from his tail, adding some diagonal attack pattern. He also moves faster when using his super. Look at him go! Clancy launches alongside his high-stakes skin in the Paint Brawl season. Paint Brawl is the new game mode coming with the surprisingly named Paint Brawl. Ist ein interessanter Modus, aber ich glaube, der könnte salzig werden. The most percentage of the map covered wins. Defeating enemy brawlers will cause them to explode in a hail of paint, helping you cover more areas. Paint Brawl skins, go! Tentacle Bonnie, I'm hoping she hasn't been Finde ich hässlich persönlich. Cuttlefish Jackie, sporting the latest. Finde ich auch nicht so geil. Blaster Gale, he's got a shell and he's got Finde ich auch nicht geil. And this is the ranked skin, Aquamarine Sprout. Just look at that. Der finde ich geil. We ain't done yet. We have 3 reworks to be released. Frank is getting a much needed change to his skill set. The lower his health is, the higher his attack speed. With this change, we hope to see Frank performing a lot better in certain game modes where he can not only take damage, but deal Der Mann it out. Ist okay. Meg now shoots more projectiles while using her mecha, but will have a shorter range. We hope this will make her a Finde ich auch, ist eine geile Änderung, weil man nicht so viel Chester mit der his current first star power as part of his base attack. So he always auch have 4 nice. Attack stages. And his new star power will make his first stage attack strong. Ich hoffe auch, dass die neuen Brawler fair werden, nicht so wie sonst. Back with C-Dog Ruffs, being a good boy out there on ist ein nicer Skin, kann man mitnehmen. He's a perfect barman ist auch ganz nice. And Man-O-War Doug, the most chill captain you could have asked for. Lastly, the 2 new Supercell Make community skins. Mr. Dragonfruit, a Finde ich nice, sieht sehr, sehr geil aus. Summer Warrior created by Frankie. And Bubble Trouble Ember, skating through the arena and burning people with bubbles. Just like in real life, made by Audrey. Hank's title changed to Prawn Ready, because yes, you can now see in which year your account was created. The brain cap has been removed. Brock's base model. Ich weiß bis heute nicht, wann genau ich angefangen habe, aber ich glaube, es war
2019. Hope has a new fresh look. You can now get your unique Supercell ID handle. And now you can see your current ranked position in the Masters leaderboard in your profile. Enter the hashtag Minotaur Ball giveaway on social media for a chance to get your hands on the new skin. Free profile picture! We made it back, guys, and we didn't change a thing. Everything seems to be pretty normal. Perfect. Good job, guys. Hey, guys. What's up? Ja, sehr, sehr nice. Ey, gefällt mir. Brawl-Talk, Mega- Brawl-Talk, wir haben ein paar nice Änderungen. Die neuen Brawler sind ganz interessant, aber nicht so meins. Ich finde das mit den Megaboxen ist so das, was sie machen mussten, weil das sehr viele gefordert haben. Ist auch richtig, sie hören auf die Community, machen gute Steps da. Gefällt mir richtig gut. Wir werden auch da wieder gut reingehen. Vor allem Megaboxen. Ich muss mal schauen, ob die schon da sind. Ich weiß es nämlich nicht hundertprozentig. Wir haben am 1. Da könnte das gut sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr. Und damit, ciao Leute.